Wenn es auch darum geht, Landtagssitzungen vorzubereiten, dass der Herr Präsident des burgenländischen Landtages da, wenn der Präsident alle Dinge vereinbart, so halten diese Dinge. Wenn wir Dinge besprechen, wie wir uns einem bestimmten Problem nähern, wie wir das diskutieren sollten, da darf ich sagen, Hans, die letzten 10 Jahre, die haben gehalten. Und für diese Kameradschaft sage ich dir ein aufrichtiges Dankeschön. In meinem früheren Leben war ich Berufsoffizier und wenn ich sage, für die Kameradschaft, dann ist ein Kamerad für mich schon etwas Besonderes. Das ist für mich ein Ehrentitel. Das ist nicht irgendein Spezi oder ein Freund. Das ist einer, der hält, wenn man Dinge vereinbaren, auch wenn möglicherweise der Wind von einer anderen Richtung kommt. Und diese Politik mit Herzblut, diese Politik mit Würze, Hans, die wünschen wir uns gemeinsam und die kommenden Herausforderungen werden wir genauso meistern, wie wir das bisher getan haben. Danke nochmal für die Einladung. Und hier kennzeichne ich meinen Zugang. Der Hans Schürz hat im Grunde genommen vieles, was sich in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so darstellt, aber im zwischenmenschlichen und auch im politischen Handeln in der Konsequenz sich kennzeichnet, erleben lassen bzw. auch ausdrücken lassen. Hans Schürz weist eine Handschlagqualität auf, die mein Vorredner schon angesprochen hat, und auf der anderen Seite ist er immer wieder bestrebt, auch mit gewissen Ausreißern, wenn er ein Transparent in der Hand hält und dann verunglimpfend, das sage ich jetzt mahnend, ohne Ordnungsruf, aktiv ist, hat er durchaus die menschliche Qualität, mit der man sehr wohl nicht nur auskommen, sondern auch in einer Beziehung miteinander leben kann. Und der Hans ist ein unglaublich fleißiger Mensch. Also jemand, der sich so einsetzt für das, was er gerne macht, sowas trifft man selten. Er sagt unheimlich ehrlich. Also wenn der Hans dir etwas sagt, dann ist es so. Und ich habe noch nie erlebt beim Hans, da habe ich auch nachgedacht, dass er hinter dem Rücken eines anderen den verunglimpft. Das macht er nicht. Und das ist eine ganz besondere Auszeichnung, findet man ganz, ganz, ganz gut. Und ich freue mich natürlich auch richtig, wenn wir heute 10 Jahre Landesparteiobmann und 10 Jahre Clubobmann Hans Schürz feiern können, denn da haben wir was gemeinsam. Ich bin auch seit 10 Jahren jetzt Landesobmann in Wien, im Nachbarbundesland, auf der Bundesebene seit 10 Jahren in Amt und Würden und wir haben ja von Beginn an letztlich uns auch schätzen und kennengelernt. Und ich freue mich daher wirklich aufrichtig, dass ich heute hier bei dieser 10-Jahres-Feier auch sein kann und letztlich die Gelegenheit habe, ein bisschen auch einen kleinen Rückblick zu machen über die gemeinsam erlebten und sehr bewegten Zeiten, die wir durchgemacht haben, die auch der Norbert schon angesprochen hat. Ich habe immer Angst beim Norbert, bei unserem dritten Präsidenten, wenn der mal mit Anekdoten anfängt, dann wird es gefährlich. Also ich bin so froh, dass der nicht erzählt hat, wo wir uns kennengelernt haben, nämlich am PC. Ja, aber mehr sage ich jetzt nicht. Aber ich bedanke mich recht herzlich für diese wirklich einfühlsamen Worte. Danke, Herr Präsident. Danke, Rudi Strommer. Danke, Norbert Hofer. Danke, lieber Heinz Christian. Ja, es ist wirklich schön, sich in diesen Worten wiederfinden zu können. Das ist zum ersten Mal, wo ich wirklich so nachdenke und denke mir, eigentlich haben Sie ja recht, was da dazu kommt.
unterschiedlichen Ebenen. Er war von Beginn an, wo es damals die Parteispaltung gegeben hat, einer der verlässlichsten Mitstreiter und hat in Wahrheit aufgrund seiner Verlässlichkeit, Treue, seiner Standfestigkeit, ja, mit mir gemeinsam auch Geschichte geschrieben in der Freiheitlichen Partei, indem wir eine von Vorgängern fast kaputt gemachte Partei übernommen haben, zu den Inhalten gestanden sind, sie wiederbelebt haben und eine Partei aufgebaut haben auf einem Volksweg in 10 Jahren von 3% auf heute teilweise in Umfragen auf über 25%. Und das verbindet natürlich, weil das zeigt, dass da jemand auch in stürmischen Zeiten, ja, einer ist, der nicht ein Fähnchen im Wind ist, sondern auf dem man bauen kann wie auf einem Felsen in der Brandung. Und daraus ist auch eine ganz, ganz tiefe, innige Freundschaft entstanden, weil er ein sehr, sehr herzlicher, offener Mensch ist. Einer, der das Lachen zum Glück nicht verlernt hat, der sehr bodenständig ist und mit beiden Beinen am Boden steht. Und das zeichnet den Hans Schürz auch im wahrsten Sinne des Wortes aus, als einen Charaktermenschen, der aber auch von seiner Familie, von seiner Frau und von seinen Kindern getragen wird. Und auch das ist ganz, ganz wichtig in unserer heutigen Zeit. Und was wünschen Sie ihm für die Zukunft? Ja, mal persönlich nur das Beste und natürlich weiterhin auch viel Erfolg, denn er hat ja in den 10 Jahren als Landesobmann und Clubobmann eine Landesgruppe wieder nachhaltig aufgebaut und strukturiert. Und ich sage, die Kontinuität ist oftmals sehr, sehr wichtig, auf der man jetzt aufbauen muss. Und ich sage, er hat bei der kommenden Landtagswahl die große Chance, ja, die Zweistelligkeit zu erreichen und vielleicht sogar das historische beste Ergebnis in der Geschichte anzupeilen. Und da wünsche ich ihm alles, alles Gute dabei. Und ich hoffe, wir werden ihn noch lange auch in einer ganz wichtigen Funktion innerhalb der freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft erleben und bei uns letztlich auch in einer verantwortungsvollen Position auch weiterhin haben. Der Hans Schürz ist ein lieber alter Freund von mir und ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen bei seinem 10-Jahres-Jubiläum als Obmann der Partei und als Clubobmann. Hans Schürz steht für Treue, Anstand und Charakter. Das ist Hans Schürz. Danke, lieber Hans. Ja, ich wünsche mir, dass unser Landesparteiobmann weiterhin mit so viel Kraft und Elan für unser schönes Land Burgenland aktiv ist. Und ich glaube, dass wir gemeinsam, und das wird wahrscheinlich der 31. Mai beweisen, weiterhin Erfolg haben werden. Und wir wollen natürlich gemeinsam Regierungsverantwortung übernehmen. Und da soll er natürlich ganz vorne dabei sein. Das wünsche ich ihm. Ich wünsche meinem Landesobmann, meinem lieben Hans, in erster Linie mal Gesundheit, in zweiter Linie ein hervorragendes Wahlergebnis, zweistellig nach oben hin keine Grenzen. Und ich wünsche mir, dass es den Hans Schürz noch lange gibt, seine Aufrichtigkeit, seine Geradlinigkeit. Er hat Moral, Respekt und Wertschätzung. Das sind Worte, die den Hans auszeichnen. Ich hatte ja das Vergnügen, die Ehre, mit ihm schon 25 Jahre Seite an Seite zu kämpfen. Und darum wünsche ich ihm als Mensch, als Freund viel, viel Gesundheit und das Wahlergebnis, das er sich wünscht. Ich persönlich werde meinen Beitrag im Süden des Landes dazu leisten. Wir haben heute ein wunderschönes Fest für den Hans Schürz, der seit 10 Jahren unser Landesparteiobmann ist. Er ist einfach ein netter Mensch, den jeder gern hat, aber auch ein sehr fleißiger Mensch, der sich unermüdlich einsetzt für die FPÖ Burgenland, für das Burgenland selbst. Und wir wünschen ihm heute alles, alles Gute. Ja, ich wünsche ihm, dass also in seinem Sinne und im Sinne des Burgenlands und im Sinne unserer Partei so weitergeht, dass er bei der Landtagswahl einen guten Erfolg hat und dass er so bleibt, wie er ist, als guter Freund, als guter Kamerad, so wie ich ihn kennengelernt habe und als verlässlichen Partner. Das ist mir ein ganz großes Anliegen und ich wünsche ihm wirklich viel, viel Erfolg und gratuliere ihm für 10 Jahre Clubobmann und Obmann von Burgenland. Lieber Hans, ich darf dir recht herzlich gratulieren im Namen der Auf AFH. Ich wünsche dir für die nächsten 10 Jahre Clubobmann, für die nächsten 10 Jahre Landesparteiobmann alles Gute. Ich habe ja selbst im letzten Jahr erfahren dürfen, wie das ist, Spitzenkandidat zu sein im Bundesheer. Und ich wünsche dir ebenso so viel Erfolg, wie wir gehabt haben letztes Jahr, dass du auch hier im Burgenland die Mandate verdoppelst. Alles Gute, lieber Hans. Viel Glück für den Wahlkampf und auf geht's. Ich wünsche Hans für die Zukunft vor allem Gesundheit. Gesundheit ist das wichtigste Gut, das wir haben und dass Hans diese Kraft beibehält, die er hat, dass wir mit ihm in einen starken und einen erfolgreichen Wahlkampf gehen können. Das wünsche ich dem Hans, das wünsche ich uns allen.
Ja, ich wünsche mir, dass der Erfolgsweg weitergeht, dass wir bei den kommenden Landtagswahlen ein tolles Ergebnis einfahren. Also ich werde auf jeden Fall dem Hans meine vollste Unterstützung geben und beibringen. Ja. Mein Gott, der Hans Schürz ist seit langen Jahren ein Freund. Es ist relativ schwierig, in einem Spannungsfeld aus Journalismus und Politik Freunde zu finden. Hans Schürz ist mein Freund, das darf ich mir schmeicheln. Ich wünsche ihm und mir eine erfolgreiche Zukunft. Gesundheit ist wahrscheinlich das Wichtigste. Und für mich persönlich, er möge mein Freund bleiben. Ich wünsche mir an und für sich vom Hans, dass er so bleibt, wie er ist, dass er gesund bleibt, so weitermacht. Und ich glaube, mehr kann man sich nicht wünschen. Ich kann mir nur wünschen, dass er mein Freund bleibt, das ist er. Und dass er so fit, gesund und weiter für die Partei auch da ist. Und privat, glaube ich, braucht man nichts zu sagen. Er hat eine herrliche Frau, die immer zu ihm steht. Und ich glaube, mehr ist da an und für sich gar nicht mehr viel zu sagen. Naja, der Hans Schürz ist heute 10 Jahre Obmann und wie man sieht aus den letzten Umfragen und den Ergebnissen der letzten Jahre, hat er die Partei kontinuierlich nach oben geführt und der Hans hat sich zur Marke FPÖ entwickelt. Firmen zahlen Millionenbeträge, um eine Marke bekannt zu machen. Bei uns hat das der Herr Klubobmann geschafft, ohne Millionen, mit ein paar Spritzer und einfach mit einem freundlichen Zugehen auf die Leute. Und das ist eine Qualität, die man einfach nicht wegdiskutieren kann. Und daher ist es unsere Pflicht, unser aller Pflicht, ihn tatkräftigst im nächsten Wahlkampf zu unterstützen, weil man diese Marke einfach weiter verbreiten muss. Das ist überhaupt keine Frage. Ich wünsche Johann Schürzbe einen guten Freund, ja, eine zweistellige Zahl am 31.05. und ein toi, toi, toi. Ich wünsche mir für den Hans, dass er so jung und vital bleibt, wie er jetzt ist, weil nur das gibt ihm in Wirklichkeit die Kraft und die Stärke. Und als Präsident der Bundeswehrgewerkschaft weiß ich, wie schwierig es ist in so einer Situation, wo der Hans sich befindet. Auf der einen Seite zwar so riesige Gegner, wie sie halt beide glauben, den Herrn Hans Niesel und den Herrn Steindl, die glauben, ihn zwischen sich zerreiben zu können, da braucht er einfach diese Kraft und die Stärke. Und er weiß ganz genau, wie ich aufgestanden bin beim letzten Landesparteitag und zu seiner Seite gestanden bin. Das werde ich auch die nächsten Jahre tun, solange er noch diese FPÖ im Burgenland führen will. Und dafür wünsche ich ihm neben allem Glück und Stärke, wie ich schon gesagt habe, auch die dementsprechende Gesundheit. Weil ohne dem wird es nicht gehen. Und noch wichtiger ist, seine Familie muss ihm treu bleiben. Weil nur in einem gut behüteten Nest heraus, aus dem kann er im Prinzip weiterhin die Partei zu neuen Höhenflügen führen. Und da wünsche ich ihm auf alle Fälle mindestens 13%, wenn nicht mehr. Gratuliere Ihnen zu Ihrem 10-jährigen Jubiläum. Wie fanden Sie die Besucherzahl heute? Na, mir hat die Veranstaltung insgesamt sehr gut gefallen. Sehr nette Gäste und vor allem, was mir besonders gefällt, ist, dass alle der Einladung gefolgt sind, es keine Absage gegeben hat und das macht mich sehr stolz. Und wie fanden Sie die Reden von den anderen Parteien? Ja, auch sehr gut. Also, ich muss sagen, dass der Herr Präsident und auch der Herr Klubobmann in seinen Wortmeldungen wirklich sehr behutsam alles dargebracht haben, was Sache ist. Und ich habe mich sehr gespeichert gefühlt und bin natürlich voller Zuversicht im Hinblick auf die Landtagswahl. Dankeschön.